Kampf gegen rechts. Der deutsche Detailhandel erhebt sich gegen die AfD. Jetzt also noch der Detailhandel. Das heißt, können dann die AfDler in einem Rewe oder in irgendeinem Supermarkt keine Wurstwaren mehr einkaufen? Oder will man ihnen die Milch verweigern da an der Kasse? Das nimmt doch jetzt langsam surreale Züge an. Unwirkliche, absurde Züge hier, wie sich da quasi ganze Teile der Gesellschaft verbünden gegen die parlamentarisch legitimierte Opposition. Also hier beobachte ich eine allmähliche Selbstgleichschaltung der Gesellschaft, eine Obsession, sozusagen ein Herdentrieb. Es ist wie eine Rinderherde, die jetzt da im Galoppieren ist und wehe, wehe, sie machen da nicht mit und man muss seine Gesinnung, seine Gutmenschengesinnung nach außen tragen.